Hallo und herzlich willkommen bei unserem Kreativkultur Berlin Podcast in der Reihe Film. Mein Name ist Franziska, ich bin Beraterin bei Kreativkultur Berlin, dem Beratungszentrum von Kulturprojekte Berlin. Zusammen mit meinem Gast, dem Produzenten Joachim von Fietinghoff, spreche ich über die verschiedenen Phasen der Filmherstellung. Hört doch gern auch schon mal in die ersten Folgen rein, denn da stelle ich unter anderem Joachim näher vor. Und wir befassen uns mit der Stoffentwicklung, der Projektentwicklung und auch mit den Dreharbeiten. In den nächsten Folgen geht es jetzt weiter mit der Postproduktion und der Auswertung eines Films. Wenn ihr mehr über uns, das Beratungszentrum Kreativkultur Berlin, erfahren wollt, dann schaut euch auf unsere Website um und checkt unsere Social-Media-Kanäle. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Joachim, heute hallo, geht hallo. Es. Hallo. Hallo, hallo. Endspurt. Genau, zwei Folgen stehen noch vor uns. Ja, und zwar ganz spannend. Genau. Also die meisten Leute denken ja, dass nach dem Drehen, wenn wir gedreht haben, die Dreharbeiten zu Ende sind, dann ist der Film im Kasten, ist überhaupt kein Film noch da. Nee, heute geht es nämlich um die Postproduktion und ich bin auch eine derjenigen, die immer sagt, bin ich froh, dass die Dreharbeiten jetzt vorbei sind. Das war ja aber auch ein Kraftakt an dieser Stelle. Und dann denke ich, wow, jetzt kommt nochmal die Postproduktion. Also bitte nochmal alle Kräfte sammeln, denn jetzt geht's nochmal in die Vollen. Es gibt ja so Menschen, die auch behaupten würden, der Film entsteht tatsächlich erst im Schnitt. Was denn deine Meinung dazu? Ich bin 100% dieser Meinung. Also für mich ist es, um es brutal zu sagen, die Hälfte des Films entsteht jetzt in der Postproduktion. Ach, wirklich? Die ja als Überschrift hat Schnitt und Vertonung. Ja. Das fragt jetzt jeder, wieso Vertonung? Wir haben doch die ganze Zeit einen Ton aufgenommen. Und ja. So. Der Ton ist überhaupt nicht da, der ist nur sozusagen als Aufzeichnungsteil mit aufgenommen. Also der Originalton nennt man den, Originalton. Da hat man schon die Abweichung und dann kommen jetzt die ganzen anderen Töne. Also alle Töne sucht man jetzt erst zusammen für die einzelnen Szenen. Also da kommen wir aber dann gleich noch ein bisschen detaillierter dazu. Aber Schnitt ist eigentlich alles, weil der Film erstmal in seiner Chronologie ja noch gar nicht vorhanden ist. Wir müssen also jetzt diese einzelnen Szenen, die wir total auseinandergenommen haben und mal an dem einen Tag das und mal am anderen Tag das. Genau. Das liegt also jetzt alles irgendwie da in unserem Speicher und jetzt müssen wir das alles wieder zusammenholen. Ja. So. Nach den Szenennummern, nach den Klappennummern, nach den Einstellungsnummern. Mhm. Also es ist eine sehr komplexe Geschichte. Wir haben diese schönen Cutter-Berichte, die während dem Drehtag jeden Tag geschrieben werden. Mhm. Die liegen jetzt im Schneideraum und dann kann der Cutter dann analog dieser Berichte anfangen, den Film zusammenzusetzen. Ja. Es ist der erste Schritt, dass also das Bild chronologisch, wie es im Drehbuch steht, wieder zusammengefügt wird. So, in der Regel bist du viel länger, als wenn du jetzt ein Fernsehen machst, dann hast du 90 Minuten, genau 90 Minuten, vielleicht sogar nur, weiß nicht was, da kommt noch ein Werbevorspot oder sowas, also noch weniger. Also du musst genau auf die Sekunde die im Vertrag vorgeschriebene Zeit erfüllen. Du musst irgendwas wegschneiden oder du musst was zufügen, wie auch immer. Und das entscheidet auch schon die Editorin? Meistens machen die das zusammen mit dem Regisseur, mit der Regisseurin. 50% des Films, den wir später mal im Kino auf der Leinwand sehen, entsteht jetzt erst. Verrückt, ja? Ne? Weil wir lauter Schnipsel haben, wir haben lauter, also bei der ganzen Auflösung, diese vielen Einstellungen von da und von dort und so weiter. Und es gibt also wenn man das aneinander hängt, dann hat es weder einen Rhythmus, noch versteht man eigentlich, was da abläuft. Ja? Ah, selbst wenn die Assistenz der Editorin in dem Fall sozusagen erstmal alle Szenen hintereinander schneidet, hat man noch keinen Film. Nein, man hat gar keinen Film. Es ist, also meistens ist es dann auch viel länger. Das nennt man dieses erste Aneinanderhängen aller Szenen, nennt man den Rohschnitt. Mhm. Ja? Also da reden wir dann auch noch ein bisschen genauer drüber. Was im Schneideraum passiert ist, man setzt jetzt erstmal auch die Töne, die man auf den Originalton mit dem Bild zusammen, weil das ist immer noch getrennt. Das wird also getrennt. Es gibt ja immer den Tonmeister, der da irgendwo, die Tonmeisterin irgendwo in der Ecke steht und den Ton angelt, die Sprache, ne, um die Sprache zu verstehen. Und dann gibt es den Kameramann. Und der Kameramann hat im Prinzip, nimmt nur das Bild auf. Ja. Und während der gesamten Postproduktion jetzt laufen diese beiden Ebenen, also Bildschnitt
und Tonschnitt parallel. Ja, okay. Die sind noch nicht zusammen. Können es zwar zusammen schon hören, ja, weil wir also über die Geräte eben eine Synchronität haben, aber sie sind noch nicht zusammen, weil der Ton wird dann später eben ganz aufwendig bearbeitet. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Also wenn wir jetzt eine Szene haben, das ist geschnitten und jetzt nimmt der Tonmeister, die Tonmeisterin nimmt jetzt das Bild und nimmt den Originalton erstmal. Ja, so. Ja. Da sind zwei Leute, die sich unterhalten. Das fängt ja schon mal so an, dass zum Beispiel Schnitt gegen Schnitt, dass also der eine Dialog auf den anderen antwortet. Und das sind zwei eigene Töne und die werden jetzt erst zusammengefügt. Also der Schnitt... Eine ganz schöne Fummelarbeit, Genau, das muss alles muss lippensynchron sein und so weiter. Ne? Dann kommt die Musik zum Beispiel. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt unter diese Szene eine Musik lege, hat auf einmal die ganze Szene kriegt eine ganz andere Bedeutung. Und dann kommen jetzt die anderen Geräusche. Also ein Telefon, was klingelt, ein Flugzeug, was übers Haus fliegt, ein Auto, was vorbeifährt. Aber ganz kurz nur zum Verständnis, das kommt alles sozusagen, wenn der Schnitt schon beendet ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Okay. Wenn ich jetzt vorher, also ich kann schon, sagen wir mal, Töne suchen. Also man geht richtig auf die Suche. Es gibt Tonarchive und so weiter, Folies heißt es. Ja. Ich suche mir für die einzelnen Szenen, arbeite ich schon vor. Aber anlegen kann ich es noch nicht, weil... Wenn ich das vorher schon machen würde und ich mache noch ein Bild weg, dann habe ich schon eine Asynchronität. Und da gibt es jetzt was ganz, ganz Großes in der Postproduktion. Ja. Und das heißt, wann ist denn der Film geschnitten? Wenn der Film geschnitten ist, sagt man, das ist das Picture Lock. Picture Lock heißt, es darf kein Bild mehr verändert werden. Okay. Also es ist eingeloggt und jetzt geht... das geschnittene Bild geht jetzt in die Tonabteilung, also das ist eigentlich auch wieder der Schneideraum. Und jetzt werden die Töne angelegt. Auf das geschnittene Bild wird jetzt Szene für Szene durchgearbeitet. Das ist so vorstellen, dass man für ein Bild bis zu 100 verschiedene Töne haben kann. Wahnsinn. Da sagst du, wieso, das kann man wieso sich 100 gar nicht Töne? Eigentlich. Wieso 100 Töne? Naja, da ist die Schiffssirene, die da hinten noch mit reinkommt. Da ist der Wind, der draußen rauscht. Da ist die Raumatmo, also ein Raum, der still ist. Wenn wir drehen, kommt immer der Tonmeister und sagt: Leute, okay, ist fertig, aber bitte, ich brauche jetzt noch Ruhe. Ja. 3 Minuten, 3 Sekunden. Und wehe da, du trittst aus Versehen gegen irgendwas. Ja. Und jeder Raum hat einen eigenen Sound. Also jedes Projekt wird in der Postproduktion meistens von einem Post-Production Coordinator geleitet, würde ich sagen. Ist ja nochmal was anderes als die Produktionsleitung, die uns sozusagen von Projektentwicklung über die Dreharbeiten bis zum Endkostenstand begleitet. Und dieser Postproduktionskoordinator oder die Koordinatorin plant eine gewisse Zeit ein. Wie lang ist denn die Postproduktionsstrecke für so einen klassischen 90-Minüter-Film? Wenn wir davon ausgehen, dass die Filme noch so lang sind, jetzt wo die Streamer gekommen sind, sind die Filme natürlich auch manchmal 4 Stunden oder im Durchschnitt 2 Stunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang so ein durchschnittlicher Film ist. Auf jeden Fall hat man manchmal das Gefühl, ziemlich viel länger als 90 Minuten. Aber jetzt, wenn wir von so einem 90-Minüter ausgehen, wie lang sind denn da die einzelnen Phasen? Wenn wir vom Schnitt 90 Minuten ist gut, weil das ja, sagen wir mal, ein Format ist. Wenn ich jetzt eine Serie habe, dann habe ich eben ein 50-Minuten-Format oder ich habe, also diese 1,5 Stunden, es gibt die verschiedenen, in der Serie ist es meistens 50 Minuten, eine Stunde. Ja. Ne? Das legt man ja vorher fest. Aber wir reden, also wenn wir jetzt über eine Postproduktion reden, wir schneiden jetzt einen Kinofilm mal als Beispiel, dann reden wir mal über diese Zeiten. Also du hast jetzt schon gesagt, Postkoordinatorin, das ist tatsächlich ein eigener Beruf, der sehr komplexes Wissen braucht, weil also zum Beispiel jetzt hier auch alle digitalen Bildbearbeitungen und so weiter, wann mache ich das, wann brauche ich das und wann muss das Bild fertig sein und sind die Musikaufnahmen und dann wird, obwohl wir Originalton haben, wird die Sprache, meistens gibt es also ein paar Szenen, wo wir auf einem großen Platz gedreht haben und so viel Lärm war, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen den Ton mit, aber den können wir nicht verwenden. Das heißt, wir werden also im Studio dann 2-3 Synchrontage haben, wo wir Sachen nachsprechen lassen. Also wir nehmen, das ist dann eine reine Sprachaufnahme. Ja? Ja. Dann gibt es Kommentarstimmen zum Beispiel. Ne? Und bei der Postproduktion kommen ja wieder so viele Menschen auch zusammen, jetzt nicht ganz so viele wie beim Dreh, aber doch sehr viele unterschiedliche Gewerke, die zusammenarbeiten müssen und die müssen natürlich auch wieder koordiniert werden. Deswegen macht das total Sinn. Wenn man den Film zusammenhängt, also Bild und Ton das erste Mal sehen kann im Schnitt, dann nennen wir das den Rohschnitt. Genau, ja. Der Rohschnitt ist auch eine Kontrolle
dafür, ob wir alles, was im Drehbuch drin stand, auch gedreht haben. Ah, okay. Und deswegen kommen dann die Partner, also vor allem, wenn es im Fernsehen ist, kommt dann der Redakteur zu uns in den Schneiderraum oder eine Vorführung und wir machen eine Rohschnittvorführung. Und das ist eben, wie gesagt, die Kontrolle. So, wie lange brauchen wir um einen Rohschnitt durchschnittliche Zeiten? Wir schneiden schon, sagen wir in der zweiten Woche drehen, ist der Schneiderraum schon am Arbeiten und setzt die das Elemente angelieferte zusammen. Material zusammen. Das kommt aber ganz durcheinander. Also der setzt es dann schon an die richtigen Stellen. Also der hat dann schon, wenn wir 4 Wochen gedreht haben, hat er schon 4 Wochen der Schneiderraum schon gearbeitet. Ja. Also das ist meistens, das wird ja noch nicht geschnitten, ne? Weil der Regisseur, den brauchen wir für den Schnitt, der ist noch beim Drehen. Ja. Ja? Also die Assistentin, die Cutter-Assistentin, die Schnittmeister-Assistentin hat also diese Sachen angelegt und dieser Rohschnitt dauert dann so in etwa 5 bis 6 Wochen. Mhm. Das ist wichtig, weil es bei in der Postproduktion dann auch Geld gibt. Also wenn der Rohschnitt abgenommen ist, wenn der Redakteur oder die Partner, die Finanziers, wenn die gesehen haben, aha, das Drehbuch ist verfilmt, gibt's eine Rate, weil das Geld liegt nicht auf einmal auf dem Bankkonto, sondern es kommt ratenweise. Ja. Also Rohschnitt ist tatsächlich so, steht in Verträgen. Bei Rohschnittabnahme gibt's die dritte Rate. Die okay, erste gab's, also gab's essentieller schon beim Finanzierungsteil. Essentieller Finanzierungsteil. Auch. Jetzt fangen wir an zu schneiden. Also jetzt kommt wirklich die Regisseurin jetzt, auch dazu? Die Regisseurin und die Schnittmeisterin kommen jetzt. Und da gibt es also ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Also der eine Regisseur, Regisseurin sagt alles, will alles selber entscheiden. Okay. Der andere sagt zur Schnittmeisterin, mach mal. Ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken und mach mal einen Vorschlag, dann komme ich wieder und dann zeigst du mir das. So. Also wäre eher meine Art und Weise zu arbeiten. Ja, dieser Feinschnitt, naja, also ich meine, der Schnittmeister, Schnittmeisterin ist schon sehr, ist ja super sehr qualifiziert. Das sind große Künstler. Ja, ich finde also, auch, ist ja auch ein also künstlerischer Beruf. Aus irgendwie aus einem langweiligen, öden, endlos langen Material einen spannenden Film zu machen, ja. Das ist wirklich der Schnitt so. Und dieser Schnitt, diesen Feinschnitt, den wollen wir also auch jetzt wieder umfassen, wie lange, da rechnen wir mit 8 bis 10 Wochen, mhm. Ja. Und innerhalb dieser 8 bis 10 Wochen arbeiten wir auch an der Vertonung, also eben diese Geräuschaufnahmen und so weiter. Die Vertonung ist in etwa 3 bis 5 Wochen, also okay. Wo die ganzen Töne, wo das alles angelegt wird. Und da gibt es dann eben innerhalb dieser Zeit gibt es 1 bis 3 Tage für die Geräuschaufnahmen, da reden wir da aber gleich noch drüber. Wir haben 2 bis 5 Tage Sprachaufnahmen, je nachdem. Ne? Musik wird meistens angeliefert, aber wenn wir jetzt wirklich ein großes Orchester haben, eine große Partitur haben, gehen wir auch ins Musikstudio und da läuft vorne der Film und da ist der Dirigent und da ist die Partitur und dann spielt er auf den Film, auf die Bilder spielt ja, er. Ja, wahnsinniges Erlebnis, er, durfte ich schon erleben, das ist ganz, das ganz irre, großartig. Ne? Das ist ja, gigantisch, ganz, ganz wenn man Wahnsinn. So ein großes Orchester hat, ja. 2 bis 4 Tage Musikaufnahmen. Mhm. Und jetzt kommt die Krönung, das ist die Mischung. Die ganzen Töne, die wir jetzt alle aufgenommen haben in verschiedenen Studios. Da haben wir jetzt einen großen Unterschied beim Fernsehen und beim Kino, weil die Fernsehmischung muss eben einfach die wird ja gesendet und die ist nicht so, ich habe gar nicht die Möglichkeit wie in den Kinos, da habe ich ja Dolby Surround und weiß der Kuckuck was, also irgendwie 500 Lautsprecher, also muss ich den Ton für einen Kinofilm auch anders machen als für einen Fernsehfilm. Ja. Ja? Also Fernsehen haben wir in der Regel 3 bis 5 Tage, Kino haben wir 8 bis 15 Tage. Okay, ja? Ja, schon Unterschied, ne? Das ist ein Riesenunterschied, also da wird eben auch richtig, also manchmal sitzt man ja im Kino und von den Tönen, die über einen völlig drüber rauschen, ist man völlig fix und fertig. Ja, ja? Also so diese Blockbuster, da kracht es und scheppert es und man weiß überhaupt nicht ja. mehr, wo oben und unten ja. ist. Und wenn es dann die Preise gibt, dann gibt es bei der Tonbearbeitung, da kommen dann plötzlich auf einmal 6 Leute auf die Bühne. Ne? Das gibt es ja nur bei der Vertonung, ja. weil es eben so komplex ist. Ne? Tolles Gewerk. Ja, also der eine macht eben nur die Special Effects und der andere macht die Musik und so weiter und der ja. andere macht die Sprache. Ja. Also die alle zusammen
Und dann gibt es den König natürlich, das ist der Mischmeister, die Mischmeisterin. Was ich gerne noch an dieser Stelle erwähnen würde, ist, dass ja viele Filme, viele Serien heutzutage auch mit VFX-Elementen gemacht werden. Ja, kaum ein Film kommt noch ohne aus, würde ich behaupten. VFX ist auch was, was man dann mit seinen Partnerinnen auf jeden Fall schon in der Projektentwicklungsphase auch bespricht. Also da könnt ihr euch ruhig mit den VFX-Producerinnen schon zusammen mit dem Kameradepartment und der Szenografie zusammensetzen, schon mal übers Drehbuch sprechen. Auch da ist Vorbereitung essentiell. Geht dann über die Dreharbeiten hinweg dann auch in die Postproduktion. Also da muss man auch nochmal Zeit einplanen und auf jeden Fall ist das ein Gewerk, was auf jeden Fall immer wichtiger wird, würde ich sagen. Würde es sogar noch weiter nach vorne gehen, wenn ich in der Projektentwicklung bin. Okay. Ja, gebe ich meinem Special Effects Studio das Drehbuch zu lesen und der liest das Drehbuch oder die liest das Drehbuch und sagt dann, du, pass mal auf, die Szene mit den 3000 Komparsen, die mache ich dir, die pixel ich dir. Ja? Du kommst also mit 150 Komparsen aus und okay, den Rest pixel ich rein. Okay. Und es gibt immer wieder unendlich viele Ideen aus dem SFX-Studio, wie man eine Szene besser und günstiger und einfacher machen kann. Also deswegen ist es schon, und es ist dann auch beim Drehen ein SFX-Spezialist, neben der Kamera, neben dem Regisseur, damit wir wissen, wie das geht. Ja. Und das wird dann später, jetzt in dieser Phase, wird es jetzt eingepixelt. Dann hast du vollkommen recht, natürlich schon in der Stoffentwicklungsphase, dann würde ich behaupten. Ja, ne? Ja. Wir wissen also, welche Szenen mit SFX verbunden sind beim Drehen. Beim Drehen berücksichtigen. Ne? Das ist ja auch ein essentieller Teil für die Kalkulation ist, sowohl für den Dreh als auch für die Postproduktion. Ja. Wow, ihr seht, es kommt wieder alles zusammen. Ja, jetzt haben wir ja diese Zeitabläufe genannt. Diese Zeitabläufe muss der Production Coordinator, Koordinatorin, die müssen das berücksichtigen und abstimmen zwischen allen Abteilungen. Die müssen die Studiotermine buchen, die sind meistens ausgebucht, da gibt es dann Nachtschichten und weiß der Kuckuck was, ja. Also das ist wirklich sehr kompliziert. Auch da geht alles drunter und drüber. Und seid ihr schon fertig? Nein, wir sind noch nicht fertig. Gut, ihr müsst morgen früh um 9 müsst ihr ins Studio sein, sonst verlieren wir den Studiotermin und kriegen erst wieder in einem halben Jahr den Studiotermin. Weil alles ist wichtig, nur Musik ist nochmal sehr speziell, weil wir unterschiedliche Arten haben, Musik in den Film einzubringen. Das ist einmal eine Komposition, einmal ist es rechtefreie Musik und es ist aber auch Musik von Rechten. Und ich sage das, weil ich letztens den Fall hatte von einer Filmemacherin, die hat einen Dokumentarfilm gemacht und die hat auf einem Dorffest gefilmt, wo sozusagen die Leute zu Helene Fischer getanzt haben. Ne? Und dann, ja, und dann war so die Thema. Du kriegst niemals die Rechte von Helene Fischer. Das ist utopisch, glaube ich. Ich weiß nicht, wer die Rechte von Helene Fischer kriegt. Aber dann eigentlich ist ja dann dieses Material hinfällig, oder? Also du hast Musik im Bild, nennt man das. Ja. Ja. Du hast ja möglicherweise auch Szenen in deinem Drehbuch, wo ein Pärchen in eine Bar geht und dort tanzt. Da musst du eine Musik haben. Mhm. Und da ist vielleicht sogar eine Liveband. Das musst du also dann vorher, du musst die Komposition haben, du musst die Rechte erwerben. Ja? Oder du spielst, hast einen DJ, der Musik einspielt, die musst du auch vorher erwerben. Mhm. Sonst kannst du es wegschmeißen. Mhm. Sonst kannst du dein Bildmaterial wegschmeißen. Oder es gibt wirklich Filme, also gerade so, wie du sagst, Leute, die gerne so aus eigener Tasche mal so einen kleinen Low-Budget-Film machen, die scheitern dann mit der Aufführung an den Musikrechten, weil sie also im Hintergrund irgendwo dudelst die ganze Zeit oder sie haben auch Spaß gehabt beim Schnitt. Ach, das ist toll, da mache ich jetzt einen Elton John drauf und so weiter. Ja, und dann führen sie den Film vor und das ist ja toll, mein Gott, wie schön das ist, ja. Und dann, ja, wo, hast du Musikrechte? Ach so, wie, was für Musikrechte? Was spielt denn die GEMA für eine Rolle bei der ganzen Musikrechte-Situation bei Filmen? Die GEMA ist ja, tritt ja eigentlich erst in Kraft, wenn der Film vermarktet wird, also wenn er ausgewertet wird. Ja. Wenn der Film gesendet wird, dann kriegt die GEMA eine Bezahlung. Oder wenn der Film im Kino läuft, der Kinobesitzer muss von seinen Einnahmen, muss er etwa an die GEMA was abführen. Und dafür werden die Komponisten, Komponistinnen werden davon vergütet. Das ist eine Vergütung. Mhm. Das hat nichts mit den Rechten zu tun. Ah. Die Rechte liegen beim Komponisten. Und wenn du jetzt einen Song hast, dann musst du, da wird man verrückt, du musst also erstmal
Wer hat es komponiert, die Noten? Wer hat das Lied geschrieben? Wer hat den Liedtext, musst du genauso erwerben, wie die Komposition. Also die Komposition, den Liedtext, die Aufnahme, das Orchester. Ja, das sind alles Rechte, die du in einem Ding hast, du also vier, fünf Rechte, die du erwerben musst, damit du es in deinem Film benutzen kannst. Und dann, wenn der Film fertig ist, machst du eine Meldung, in der Musikliste von allen Musiken, die in deinem Film sind, ob sie selbst komponiert sind oder ob sie erworben sind von existierenden Musikrechten, und meldest das der GEMA, diese Musikliste. Und jedes Mal, wenn der Film irgendwo aufgeführt wird, ruft die GEMA dann die Gebühren für diese Aufführung ab. Also jedes Mal, wenn der Tatort, diese berühmte Tatortmusik vom Doldinger, wenn die läuft, jeden Sonntagabend kriegt der seit, weiß ich, 30, 40 Jahren, kriegt der sein Honorar. Ist der reich? Nur von dem Tatort. Ja? Dieses Macht ein Mann eine Tatortmusik, würde ich sagen. Dann habt ihr ausgesorgt in eurem Leben. Also die Musik, das ist nicht zu unterschätzen. Also der ganze rechte Bereich bei der Musik ist wahnsinnig. Genau. Aber wie verhält sich nochmal unterschiedlich, ob ich jetzt einen Fernsehfilm oder einen Kinofilm mache? Warum? Ja, das kann ich erklären. Das Fernsehen, also vor allem öffentlich-rechtlich, hat mit der Musikindustrie einen Pauschaldeal gemacht. Ja? Und das heißt, sie zahlen da Millionen ein fürs Jahr 2022 jetzt, ja, und werden dann über eine Ausschüttung, die GEMA macht dann eine Ausschüttung, und sozusagen aus der Musikliste gibt es dann Punkte. Mhm. Also der Film hat irgendwie 53 Punkte. Mhm. Und dann schüttet die GEMA aus diesem Pool, schüttet das an die Künstler aus, also an die beteiligten Urheber. Ja, an die Urheberinnen. So, an die Urheberin, genau. Und beim Film ist es so, beim Fernsehen wird es ja einmal gesendet oder es wird auch wiederholt, und dann gibt es eben diese Abrechnung. Und beim Kino ist es so, dass wo immer der Film läuft, extra abgerechnet wird. Ah, okay. Und das Fernsehen stellt dir praktisch, wenn du eine Produktion machst fürs Fernsehen, stellen dir die Rechte zur Verfügung. Du sagst einfach nur, was du haben willst. Ja. Machst die Musikliste und das Fernsehen meldet es dann bei der GEMA an und die GEMA bezahlt es dann. Und beim Film machst du das selber. Also wenn du Produzent bist, dann musst du vorher mit jedem, der da beteiligt ist an der Komposition, musst du eine Vergütung, einen Vertrag haben, einen Rechtevertrag haben, wie beim Drehbuch. Würde mich nochmal interessieren, wo gehst du denn nochmal rein mit deiner kreativen Arbeit in dem Prozess? Also begleitest du aktiv der Rohschnitt, den Feinschnitt, die Vertonung, die Geräuschaufnahmen, die Mischung? Wo bist du denn derjenige, der da eingreift, klingt immer so negativ, ne? Meine ich gar nicht, aber mitwirkt? Behilflich ist, sag ich mal. Ja, also wenn man mich jetzt fragen würde, was ist sozusagen meine Leidenschaft oder wo ist meine größte Begabung, ja, dann würde ich sagen, ich bin der ideale erste Zuschauer im Schneideraum. Ah, weil natürlich die Schnittmeisterin, die sitzt ja da mit der Regisseurin alleine im Schneideraum, und die haben ja oft ein Brett vorm Kopf, wenn die da wochenlang im Schneideraum sitzen und wissen gar nicht, was sie da jetzt eigentlich gemacht haben. Ja. Dann kommt der Produzent oder eben auch vielleicht der Redakteur, Redakteurin. Und dann gucken, gibt es diese Abnahmen. Es gibt auch eine Feinschnittabnahme. Mhm. Ja? Aber entscheidend ist ja diese Phase beim Rohschnitt, weil man sagt, das funktioniert noch nicht so und das funktioniert auch noch nicht so. Lass es uns doch mal umstellen. Ja? Und man kann irgendwie auch hinten anfangen und nach vorne erzählen. Da gibt es ja dann oft diese Titel vor 10 Jahren. Ja? Kommt auf einmal und sagt, wieso vor 10 Jahren? So, weil ich die Geschichte plötzlich anders erzähle. Ich bin also öfter schon auch in Filmakademien Ausbildungsstellen, wenn die ihre Abnahmen machen oder ihren Schnitt haben und sagen, du, Fittinghoff, komm doch mal vorbei. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was das für ein Film werden soll. So. Und dann gucke ich mir das an und sucht dann so eine innere Struktur, wie der Rhythmus, es geht um den Rhythmus, um den Erzählrhythmus. Und wie erzählt sich das? Und muss ich das erzählen oder ist der Zuschauer längst, weiß er das schon? Ja? Ne? Und kann ich das schneiden? Und ich nenne das immer das Hängebauchschwein. Also wenn man sich so, das geht ja überhaupt nicht weiter und das wissen wir doch alle schon und so. Das musst du ja alles während der Schnittphase leisten und da bin ich gut. Also ich mische mich nicht ein, sondern ich helfe. Mhm. Ich helfe, ich guck mir mit den Macherinnen, ich gucke mir das an und gebe einfach meinen Eindruck wieder.
was habe ich als und bin der erste Zuschauer und bin auch ganz naiv. Mhm. Was habe ich verstanden? Was habe ich nicht? Verstehe ich überhaupt nicht? Wie meinst du denn das? Und kann man das nicht anders erklären? Also da gibt es und eben da ist auch jede Produzentin wahrscheinlich anders genau und hat da ihren eigenen Stil, wie sie in der Postproduktion arbeitet. Es gibt Leute, die kümmern sich überhaupt nicht oder die gucken, machen nur die Schlussabnahme, mhm. machen nur die Endabnahme und mischen sich da gar nicht ein. Ich bin sowohl beim Drehen, mhm. ja, also das nennt man also im Amerikanischen Set Appearance, also ich bin beim Drehen dabei. Ich bin aber auch bei den ganzen Einzelnen, bei den Musikaufnahmen, bei den Abnahmen natürlich selbstverständlich, aber auch ich sitze in der Geräuschaufnahme und weil mir das einfach Spaß macht, diesen kreativen Prozess der Herstellung jetzt in der Postproduktion mitzuerleben und auch mitzugestalten. Mhm. Ja, also weil, ohne dass ich jetzt da irgendwas diktiere, die Leute drehen sich sehr oft um und gucken mich an und sagen, wie findest du es? Ja, und ich möchte gerne, dass jemand da ist, wenn die Leute nicht weiter wissen. Mhm. Ja? Was gefällt dir denn so an Geräuschaufnahmen? Naja, die Effekte, das ist ja großartig. Nein, weil du eben einfach die Geräuschaufnahmen ist ja zum Beispiel, also die sind die ganzen Effektgeräusche, ja. Das Rauschen und das Knallen und das Klingeln, also Töne in jeder Art und Weise, ja. Also alles, was es an Geräuschen gibt. Und die Welt da draußen ist ja eben voller Geräusche. Ja, ne? Was ist also der längste Film, den du je gemacht hast? Du meinst jetzt Endlänge? Ja. Nur da fällst du jetzt gleich in Ohnmacht. Sieben Stunden, nee. 45 Minuten, ein Film. Nee. Ja. Der heißt Satans Tango. Ja. Da hinten in der Ecke siehst du das Poster. Satans Tango von Bellatar. Okay. Ja. Das ist eine Romanverfilmung. Das sind 12 Kapitel und der Regisseur hat, der Autor hat gesagt, ich mache das genauso wie im Roman. Also er hat, wenn man so will, den Roman 1:1 verfilmt. Wahrscheinlich, wenn man den Roman liest, liest man auch 7 Stunden 45 Minuten. Aber er hat es mit Bildern gemacht. Ja. Wahnsinn. Ja. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz eigene Welt. Also sind dann die Besonderheiten. Wir haben über den Rohschnitt gesprochen, über den Feinschnitt, über die Fertigstellung in der Vertonung. Was müssen wir denn noch beachten in puncto zum Beispiel Abrechnung? Ja, also die Abrechnung hat jetzt nichts direkt jetzt im Schneideraum oder so zu suchen, sondern in der Produktion. Ne? Mhm. Also wenn wir die Produktionsphase, wir sind ja noch am Produzieren, wir sind noch am Herstellen, ne? Und ganz klar, da kommen die ganzen Endabrechnungen und so weiter und irgendwann gibt es einen Schlusskostenstand. Aber da wir ja während der Postproduktion auch noch Kosten verursachen, ist es jetzt, ich muss halt dafür sorgen, dass der Schneiderraum abgerechnet wird, dass die jede Woche ihre Gage kriegen, dass die Studiorechnungen bezahlt werden. Das läuft ja alles noch weiter, mhm. ja. Was fällt dir denn an essentiellen Situationen noch ein, über die wir gar nicht gesprochen haben? Also was muss denn in jedem Fall noch beachtet werden? Ja, es muss auf jeden Fall, müssen die Titel, also die Nennungen, wer wird im Film genannt, mhm. wer wird im Film wie genannt, wer wird an welcher Stelle genannt. Okay. Ja, da gibt es ja also großes Geschrei bei den Darstellern, bei den Hauptdarstellern. Aber auch, aber jetzt hast du natürlich wunderbar, weil wir schon immer über die Hierarchie gesprochen haben, hier kommt jetzt die Hierarchie wieder zum Zug. Ja. Ja. Ganz klar, der letzte Titel gehört dem Regisseur, der Regisseurin. Ja. Okay. Und der Produzent kommt eigentlich davor, ja, und so geht es dann. Baut sich das dann die auf. Head Departments, also wenn wir jetzt einen Titel Vorspann haben, ja, da kommen eben die Darsteller, also kommt der Titel des Films, dann kommt ein Film mit, jetzt kommen die Darsteller in der Größe ihres Namens, das legen die auch, da wird auch gekämpft. Nicht nach Wichtigkeit der Rolle? Nach Star-Namen. Ah, wirklich? Ja, ja. Und wenn jetzt ein Star, also irgendwie so ein Superstar nur einen Tag gedreht hat, dann heißt es, der will dann den Endtitel haben und mit, ja. Ah. Also alle Titel sind schon durch, ja. Und mit, okay, so zum Beispiel. Okay, ja. Da gibt's aber es lesen ja jetzt gar nicht so viele Leute den Abspann, oder? Wir sind jetzt Vorspann oder Abspann. Ah, also manchmal, das wird ja heute mal so. Ja. Also manchmal steigst du in einen Film ein, es gibt überhaupt keinen Titel. Und es gibt erst den Endtitel, den Schlusstitel. Naja, also täusch dich nicht, also die Cineasten, die wirklich interessierten Leute, die wollen eben wissen, wer die Kamera gemacht hat und wer den Ton gemacht hat, wer die Musik
Musik gemacht hat. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Also Morricone und so weiter. Also das sind schon wichtige, ganz wichtige Dinge, die einen Film ausmachen. Ja. Einen Film machen eben die Gewerke. Ja. Der Film besteht aus diesem Team, aus diesen verschiedenen Gewerken, die zusammengesetzt werden und am Ende ein perfektes Ganzes sein müssen. Ja. Ja? Und jetzt haben wir eben, wenn wir alles gemacht haben, dann haben wir praktisch die Mischung, haben wir den Ton, nur den Ton alleine, und jetzt haben wir das Bild, haben wir auch geschnitten, und jetzt gibt es die erste Vorführung, wo Bild und Ton zusammen in der finalen Form zu sehen sind. Also es ist eigentlich die erste Abnahme vom Film. Mhm. Ja. Okay. Die kommt nach dem Picture-Log. Den Namen ist Picture-Log. Schon ganz schön kompliziert, da so auch durchzublicken. Ja, ja. Ne? Ja. Aber ich habe es verstanden. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ja, das war die Postproduktion, lieber Joachim. Wir haben wieder einige, also ich bin immer wieder fasziniert, was ich noch Schönes dazulernen kann. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Als nächstes in unserer finalen und letzten Folge wird es dann noch um die Auswertung eines Films gehen. Die Vermarktung und die Zusammenarbeit mit Verleih und Vertrieb. Auch nochmal super spannend. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf, schaltet da ein, hattet einen guten Tag, eine gute Zeit. Folgt uns, liked uns und empfehlt uns weiter. Auf bald, ihr Lieben. Und ich sage Tschüss. Tschüss.